Wie ihr seht, bin ich wieder in Köln im Büro, aber ich war bis vor kurzem in Wien. Und es gibt ein Gericht, das ist so bekannt wie kein anderes. Wiener Schnitzel. Und ich war auf der Suche nach dem besten Schnitzel in Wien und habe mir dabei Hilfe geholt von Lukas, von keinem geringeren als dem Wiener, dem Österreicher Foodblogger überhaupt. Und er hat mir ein Video gemacht, hat mir zwei Empfehlungen gegeben. Und welche das sind, seht ihr jetzt. Max, mein Lieber, was geht ab? Schöne Grüße aus Istanbul. Schade, dass wir nicht da sein können in Wien, aber für eine schöne Schnitzelerfahrung geh auf jeden Fall das Meisel und Schaden besuchen und den Fiegelmüller. Bäckerstraße 6. Lass dir schmecken, mein Lieber. Liebe Grüße. Und das nächste Mal sehen wir uns auf jeden Fall in Wien. Oder in Köln. Was auch immer. Also, auf nach Wien. Erstmal ab ins Flugzeug und dann, sobald wir angekommen sind, die wunderschöne Stadt Wien. Vienna. Wohin gehen wir jetzt? Schnitzel essen. Bist du traurig? Nein, kalt. Wie ist dein erster Eindruck von Wien? Like cold, but like pretty. Sollen wir den Leuten mal ein bisschen die Stadt zeigen denn? Wir nehmen das nicht als Moderation, das ist ja übelst zu weird. Aber ja. Es war schon fast zu erwarten, aber als wir dann bei Fiegelmüller angekommen sind, war natürlich eine Schlange da. Und man hat von außen schon gesehen, dass das nicht irgendwie ein Imbiss oder sonst was ist, sondern es ist schon ein sehr gehobenes, stilvolles Restaurant, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wiener Schnitzel zu perfektionieren. Und genau das haben wir gesucht. Man hat die ganze Zeit schon gesehen, hier ist alles top durchgetaktet. Der Empfang, das Branding innen drin. Es war einfach so, dass man sich gesagt hat, die wissen ganz genau, was sie tun. Und dann kam die Überraschung. Etwas, mit dem ich wirklich niemals gerechnet habe. Mir wurde einstimmig von dem gesamten Personal zum Schweineschnitzel geraten, welches ja genau genommen kein Wiener Schnitzel ist, sondern Wiener Art, das kennt man ja auch so in Deutschland. Und ich war so, hä? Kann ja eigentlich nicht sein. Ich war schon so, Moment mal. Dann habe ich beide bestellt, das Kalbsschnitzel und das Wiener Schnitzel. Und ich hätte nicht damit gerechnet. Wie ihr seht, wir haben zwei verschiedene Schnitzel. Einmal der Klassiker, das Fiegelmüller Klassiker-Schnitzel. Das vielleicht beste Schnitzel in Wien ist kein Wiener Schnitzel. Zumindest bekommt man das hier gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob es stimmt. Was mir aber direkt aufgefallen ist, Schnitzel souffliert man ja. Also das wird quasi in Öl gebadet und dabei ist es konstant in Bewegung. Und das Schweineschnitzel hat weniger von diesen charakteristischen Blasen. Hier sieht man das bei dem Kalbschnitzel. Hat man oben halt eben so eine erhabene Panade. Rein optisch sieht das solide aus, sieht das gut aus. Also zweifelsohne, ich erwarte natürlich jetzt auch das Allerkrasseste. Es sieht sehr gut aus, aber es ist jetzt nichts, was ich noch nie gesehen habe. Genau das wollte ich nämlich auch sagen. Also ein bisschen Zitrone muss auf jeden Fall drüber. Das gehört dazu, bei allen beiden. Und dann probieren wir. Ich probiere die bisher ohne Mayonnaise, ohne alles, damit ich einfach den perfekten Vergleich habe. Okay. Direkt das beste Schweineschnitzel, was ich je gegessen habe. Okay, okay. So, damit wäre aber auch zu rechnen gewesen. Jetzt ist das so wie die Frage, was ist das beste Schnitzel, natürlich eine Präferenzfrage. Ne? Schmeckt man, dass es Schwein ist? Ja. Es gefällt mir auch besser als das Kalbschnitzel. Hier. Und das will wirklich was heißen, ne? Weil es ist natürlich viel schwieriger, ein richtig gutes Schweineschnitzel hinzubekommen, als ein richtig gutes Kalbschnitzel, würde ich so sagen. Es ist gar nicht mal so, dass meine Erwartungen untertroffen sind oder irgendwas, sondern ich bin gerade einfach wirklich nur so am Vergleichen, am Analysieren, weil ich will für mich selbst diese Frage beantworten. So, was ist für mich besser? Auf umgangssprachlich, man ist gerade übelst der kritische Hase, oder? Du sagst es, deshalb, beide Schnitzel sind absolut köstlich. Die gönnen wir uns jetzt rein und ich glaube, die endgültige Entscheidung kann ich sowieso nur mit ein bisschen Distanz zu Hause treffen. Wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Laden. Ich habe mich in dem Moment noch nicht so wirklich getraut, die Realisation auszusprechen, aber
In dem Moment war für mich das beste Schnitzel in Wien ein Schweineschnitzel. Also es hat irgendwie, ich verstehe, dass sie es als ihren Klassiker, als das Besondere verkaufen, weil es ist wirklich unfassbar knusprig. Es ist also wirklich undenkbar zart für ein Schweineschnitzel und die Größe, einfach alles insgesamt ist wirklich eine wahre Erfahrung und auch etwas, was ich so noch nie erlebt habe. Also ich habe noch nie so ein gutes Schweineschnitzel gegessen. Aber irgendwie dachte ich mir, dass es nicht so kommen würde. Ich dachte mir nicht, das beste Schnitzel ist ein Schweineschnitzel. Und ich konnte ja schon Vergleiche ziehen mit Schnitzeln, die ich bereits gegessen habe. Beispielsweise hier bei uns in Köln beim Grubers. Österreichisches Restaurant, wo auch eine wahnsinnige Qualität geliefert wird. Deshalb war ich noch ein bisschen skeptisch. Aber es hat schon das Potenzial, eines der besten, wenn nicht das beste Schnitzel zu sein, was ich bisher gegessen habe. Wir haben ja noch einen weiteren Spot, das Meißel und Schaden. Und auch dort haben wir uns auf den Weg gemacht für das beste, hoffentlich beste Schnitzel, das wir in Wien essen würden. Und dazu erstmal ein mindestens genauso schöner Wein. Wenn man reinkommt, kriegt man die Jacke abgenommen. Dann hat man diesen wunderschönen Kontrast zwischen modern und alt und es ist einfach sein Vibe, würde man sagen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und habe das aber natürlich dann alles wieder, Scheuklappen angezogen, ausgeblendet und mir gedacht, ich probiere jetzt das vielleicht beste Schnitzel. Hab's bestellt und alles Weitere seht ihr jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Die Präsentation ist wirklich eine 10. Es ist also wirklich wunderschön. Ich finde auch diese Teller mit Goldrand. Das ist so richtig so Wien für mich. Ne? Also wir waren jetzt ein paar Tage hier. Es ist einfach eine sehr edle, so historische Stadt. Und kann ich nicht anders sagen. Ich finde es jetzt interessant, weil uns wurde ja gesagt bei Fiegelmüller, dass sie keinen Kalbschnitzel nehmen, weil das nicht so groß wird. Cap. Ja. Also das ist offensichtlich, geht es ja auch sehr groß. Ich nehme jetzt mein Silberbesteck und schneide einmal rein. Das ist es also, das vielleicht beste Wiener Schnitzel der Welt. Ich muss es auch erstmal pur, wobei für den perfekten Vergleich, auch mit ein bisschen Zitrone probieren. Erik, ich bin aufgeregt. Ist das jetzt besser als der Klassiker bei dem wahrscheinlich berühmtesten Schnitzelhaus in Wien? Los geht's. Mhm. Boah, butterzart und es hat einen echten Crunch. Es wird eine richtig schwere Entscheidung. Das Ding ist, was ich halt wunderschön finde und es ist ja auch eine Kunst, ist, dass es so schöne Blasen geworfen hat. Also, das sieht geil aus. Das sieht sehr, sehr gut aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Es ist krass gut. Es ist heftig gut. Es ist halt wirklich super knusprig, ultra zart. Also diesen Drahtseilakt zwischen knusprig und zart meistert das perfekt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was besser sein soll. Tizi, Eriks Freundin, hat sich das Schnitzel mit Butterschmalz bestellt. Ich klassisch mit Schweineschmalz und das sieht extra knusprig aus. Deshalb muss ich da auch nochmal ran. Ich will hier schon so eine schöne knusprige Kante einmal. Also, Butterschmalz. Oha, man schmeckt einen krassen Unterschied. Das hier ist dunkler, aber gar nicht mal deutlich knuspriger. Und ich finde auch vom Geschmack her ist Schweineschmalz besser. Es wird richtig hart, sich zu entscheiden. Ich muss es eigentlich jetzt erstmal aufessen. Und Erik muss seins auch essen. Man merkt schon, dass sie die Sache sehr ernst nehmen, weil man kann aus drei verschiedenen Ölen bzw. Fetten auswählen, indem man das Schnitzel bestellt. Schweineschmalz, Butterschmalz und Pflanzenöl. Ich habe mich für die traditionelle Variante entschieden mit Schweineschmalz. Und es ist relativ schwer, weil wir haben ein unfassbar gutes Schweineschnitzel und ein unfassbar gutes Kalbsschnitzel. Das Schweineschnitzel, knusprig, zart, einen wirklich sehr, sehr kräftigen Geschmack. Das Kalbsschnitzel, ebenfalls knusprig, mindestens genauso zart, einen buttrigen, weichen Geschmack. Am Ende des Tages muss ich sagen, das beste Schnitzel in Wien für mich war in meinem Aufenthalt bei Meißel und Schaden. Es ist wirklich keine leichte Entscheidung gewesen, weil es ja etwas ganz Verschiedenes war. Aber dieser Kontrast zwischen der knusprigen Panade, die so wunderschön souffliert ist, dann das zarte Kalbsfleisch, das habe ich so noch nicht gegessen. Nicht mal bei Grubers. Erik und ich, wir hatten richtig Angst. So, wir sind nach Wien geflogen und dachten, kann das eigentlich so gut sein wie da? Und ich sage ehrlich, es ist ein bisschen besser, aber es ist besser. Und damit ist es definitiv das beste Schnitzel, das ich je gegessen habe. Props auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Restaurants. Dankeschön an beide, dass wir dort drehen durften. Und was soll ich sagen? Ich kann auf jeden Fall beide Schnitzel empfehlen. Das war jetzt meine persönliche Entscheidung, die wirklich nicht leicht gefallen ist. Top-Restaurants mit einer Top-Erfahrung. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass man nicht einfach nur ein Schnitzel essen geht, sondern dass man so eine Wiener Schnitzel, so ein Wiener Schnitzel-Erlebnis hat. Versteht ihr? Das ist schon echt richtig, richtig cool. Deshalb Dankeschön. Ich könnte jetzt wieder ein Schnitzel essen.